Hallo Freunde der Kubuswelt, hier ist Rune und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen kleinen Hafenkran bauen könnt. Des Weiteren kann man den Kran auch anderweitig verwenden. Wie ihr hier seht, habe ich den Kran in Ernstein auf den Turm gebaut, damit er die Steine, also die Wurfgeschosse fürs Katapult hochziehen kann. Gut, fangen wir an. Ich habe hier schon mal eine Plattform vorbereitet und was wichtig ist, der Kran muss 4 von der Keimmauer entfernt sein, also 4 Blöcke. Da setzen wir dann diesen Eisenblock. Also ich habe jetzt jeweils, in jede Richtung ist er jetzt 4 entfernt, nur zur Demonstration. Dann bauen wir hier auf beiden Seiten erstmal das so an. Und hier geht jetzt dieser Kranarm weg. So, und zwar ist dieser 2, 4, 6, 7 Stufen von unten entfernt. Und dann bei 1, 2, 3, beim vierten, kommt dann hier so eine Strebe rein. Aber wir bauen jetzt erstmal hinten das Gewicht an, damit wir wissen, wie weit wir das rüberziehen müssen. Hier ist auch wichtig, dass er die so anbringt, dass das hier so eine Ecke ergibt. Dann die Steine als Gewichte verkleiden wir mit Eichenholz-Falltüren. Dann wieder die Fichtenholztreppe, eine so rum, eine hier so und dann noch eine so. Hier kommen diese Stufen drauf. Und dann wird die Strebe hier so geschlossen. Hier habt ihr jetzt, je nachdem in welchem Biom ihr euch befindet, kommt jetzt hier diese Welle rein. Na? Und ich würde den mittleren Block mit Schwarzeichenholz machen, weil dann so die Seile dran sind. Also wenn ihr Conquest nutzt und in einem River- oder Ozeanbiom seid, dann ist das so möglich. Und da ziehen wir jetzt einfach noch hier die Strebe drüber. Dann müssen wir jetzt noch die Hebel anbringen. Müssen wir uns mal hier reinpickern. So. Dann bringen wir schnell noch die Knöpfe an. Gut. Dann können wir das hier wieder schließen. So, ist schon fast der Kran komplett. Ich hatte den Kran damals entworfen, weil ich dachte, es muss ja auch was geben, wo jetzt nicht unbedingt ein riesen Kran her muss. Und der wird halt mit Manneskraft bedient. Also links und rechts jeweils ein kräftiger Mann, die halt die Kurbel drehen und auch mit Körperkraft den Kran in alle Himmelsrichtungen bewegen können. Ja, und was hängen wir hier unten ran? Könnt ihr euch, ist euch selbst überlassen. Ich hänge jetzt einfach mal ein Bierfass ran. So. Gut, das war schon alles. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen. Ich werde den Kran auch als Download anbieten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet mal wieder ein. Bis bald!